Schotterpisten aus dem letzten Video haben wir erstmal hinter uns gelassen. Sind wieder auf einer Hauptstraße gelandet. Geht gerade schon noch wieder ein kleines Stückchen bergauf, aber nur ein, zwei kleine Hügel und ich weiß gar nicht, 5 Kilometer oder so. Dann kommen wir in der Stadt Katemaco am gleichnamigen See an und dort werden wir ein paar Tage Pause machen. Den Dia de los Muertos, den Tag der Toten, dort verbringen und auch ein bisschen noch die Geschichte der Stadt erkunden, denn Katemaco gilt als mexikanisches Zentrum für Zauberei, Hexerei, Magie, wie auch immer man das nennen möchte. Es gibt sogar einen alljährlichen Kongress der Hexenmeister und Zauberer. Und ein Politiker hatte sogar die Idee, dort eine Schule für Hexerei und Zauberei zu machen, zu eröffnen. Da musste ich ein bisschen an Hogwarts denken. Das ist bis jetzt noch nicht in die Realität umgesetzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet, was wir da dementsprechend zu sehen bekommen. Also, ab geht's! Was steht da? Da steht, dass ich einen negativen Corona-Test habe. Ich bin seit vorgestern echt gut erkältet. Und wir haben gedacht, ja, damit man sicher geht, machen wir so einen Corona-Test. Und der ist jetzt negativ. Das bedeutet, ich habe nur eine Erkältung. Negativ. Aber nichtsdestotrotz ist es echt nicht so geil, erkältet zu sein. Ja, Olga liegt immer noch flach. Jetzt schon den, ich weiß gar nicht, dritten Tag hier, glaube ich. Oder genau, 3 Nächte sind wir jetzt hier. In Katemaco, sie hat kaum das Zimmer verlassen. Aber mir geht's gut und Kira geht's auch gut. Das ist schon mal sehr viel wert, denke ich, dass wir nicht alle flach liegen. Und ja, Corona ist es auch nicht. Also es ist einfach eine heftige Erkältung. Aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Jetzt haben wir 2 Nächte mehr dazu gebucht heute Morgen. Also übermorgen schauen wir dann mal. Denke ich schon, dass wir dann weiterfahren können. Tag der Toten haben wir jetzt dadurch so ein bisschen verpasst. In Mexico City gibt es eine große Parade zum Tag der Toten, nachdem der James-Bond-Film dort gedreht wurde, der letzte oder der vorletzte quasi, glaube ich, mit der Anfangsszene. Nach diesem Film hat die Regierung dann gesagt, okay, wir brauchen diese Parade. Vorher gab es diese Parade offiziell nicht, weil jetzt kommen die Touristen hier zum Tag der Toten nach Mexico City und wollen diese Parade sehen. Und deswegen brauchen wir sie jetzt. Und seitdem gibt es dann halt eine Parade. Das finde ich ganz witzig. Hier ist es halt mehr so ein Familienfest. Es wird halt den Toten gedacht, es wird mit den Toten gefeiert. Es gibt diese Altare mit den Bildern von den Toten und diese orangenen Blumen, die wir teilweise auch schon, glaube ich, gesehen haben bei der Rheinfahrt. Damit wird den Toten halt an diesem Tag ermöglicht, quasi in die Welt der Lebenden zurückzukommen und gemeinsam ein großes Fest zu feiern. Und ja, also ist mit viel Freude und mit viel Tanz eigentlich verbunden, dieses Fest. Ist ganz interessant und ganz schön, finde ich, das eigentlich die Idee, den Gedanken dahinter. Jetzt steht für mich auf jeden Fall was anderes an. Und zwar habe ich jetzt eine, eine Zeremonie bei einem Brujo, beim Zauberer, Hexenmeister, wie auch immer man das nennen möchte, eine spirituelle Reinigung. Und wir haben das ja schon gesagt. Hier, Katemaco ist bekannt dafür, in ganz Mexiko. Und man muss auch gar nicht so weit gehen. Direkt hier gegenüber, Consultorio del Brujo Major de Katemaco. Zu dem gehe ich nicht, ich gehe zu einem anderen.
Aber ja, also es gibt in der ganzen Stadt überall halt diese kleinen Läden, wo dann diese Zauberer, ich finde Zauberer halt irgendwie ein unpassendes Wort, das hört sich ein bisschen lächerlich an. Ja, Hexenmeister vielleicht oder ja, Magier oder Wahrsager, ich weiß auch nicht, wie man Sorcerer auf Englisch oder so Witches. Ja, Witches sind halt Hexen, also Hexer. Hexer vielleicht, ja. Und die bieten alles Mögliche an, also so Reinigung, Kartenlesen bietet er hier an, irgendwie wenn es um irgendwelche, um Geld geht oder sowas, irgendwie gutes Omen. Und vor allem schwarze Magie und weiße Magie wird angeboten. Trabajos en magia negra y blanco. Also blanco, also weiße Magie halt, dass man sich selber irgendwie halt hilft, dass einem geholfen wird. Und ich glaube, es ist wirklich schwarze Energie, dass andere halt Feinde oder sowas halt denen irgendwie geschadet wird. Verschiedene Amulette werden da verkauft und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich guck mal, ob man das Ganze filmen kann gleich nachher. Und wenn nicht, erzähle ich danach, was passiert ist, aber gucken wir mal. Okay, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Das ist mein Guide, der ein bisschen Englisch spricht, weil mein Spanisch ja nicht so ganz gut ist. Und dann gucken wir mal, was mich hier jetzt erwartet. Gemini. Gemini? Gemini? Ah, Gemini. Gemini. Yes. Sí. Oh, nice. Sí, de acuerdo a lo de su signo, podría estar tardando de 4 a 5 meses. It's for the cleaning for the your zodiacal sign is the for cleaning for 100 pesos Mexican for one amulet is the one protection for you and your family is the 4 months approx. Okay. Yes? Yes. For 100 pesos. 100 pesos? Uh-huh. It's 100 pesos Mexican is 100, yes? 100. Sí, 100 pesos. No, I'm sorry. It's, what is the... Mil. Mil, yes. 1,000. 1,000. One? 1,000. Yes, it's 7, mm-hmm. And for you it's in the petition for your salad, the money and salads. Yes, mm-hmm. It's 7, 7 times. Yes. Das war meine spirituelle Reinigung in Catemaco. Sehr interessant. Etwas weniger spektakulär und etwas kürzer, muss ich sagen, als erwartet. Ja, ich habe schon 1000 Pesos bezahlt, also 40 Euro ungefähr. Ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr wollt. Ein Amulett habe ich bekommen. War schon cool. Aber ich habe mir... Ja, ich bin mit einer gewissen Erwartungshaltung reingegangen, muss man schon sagen, weil ich mir ein paar Berichte hier durchgelesen habe von anderen Leuten und da war die Rede von irgendwelchen Feuern und irgendwelche Hühnereier, die irgendwie über dich gerollt werden und daraus dann irgendwie noch die Zukunft gelesen wird oder sowas. Irgendwelche
Pentagramme, die da irgendwie dann angezündet werden und so weiter, mit Feuer auf dem Boden. Das hat sich schon alles ein bisschen spannender angehört als das, was ich jetzt hatte. Aber ja, war trotzdem ganz cool. Gute Erfahrung. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an jetzt und ich glaube, darum geht es halt, sich zu reinigen und seinem Geist Freiheit zu gewähren. Und ich denke, das hat der gute Boaz Rafael, Hermano Rafael, so hieß der, gemacht und geschafft. Fühlt sich sehr gut an jetzt. Von daher war das schon in Ordnung, denke ich. So, Olga ist immer noch krank. Ich gehe jetzt mal ein bisschen unterwegs was einkaufen, das Hotel nochmal verlängern. Und hier nebenan gibt es einen Magieladen, den werde ich mir angucken. Hola, buenos dias. Queremos quedarse dos noches más, por favor. Hola, buenos días. Dígame. Estoy interesado en los productos mágicos como en las medicinas de plantas, ¿sí? ¿Quieres? Sí, quiero, creo que. Okay. ¿Qué planta quieres? Como estoy viajando, ¿sí? Estoy viajando por 5 años con bicicleta, con todo el mundo, ¿sí? Y busco a los productos interesantes y a los... Como sí, y creo que aquí en Catemaco es un lugar muy interesante y sí, y como quiero probar, ¿sí? ¿Verdad? Y no sé, como busco a los productos por la relajación o por la salud o por el feliz. Okay. Por ejemplo, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo tengo amuletos, talismanes, uh-huh, para el amor, para el trabajo, uh-huh, ¿ok? Tenemos plantas que se llaman medicinales. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Productos que son mayormente... Ok, ya te entendí. Como dijo, yo estoy viajando por 5 años, sí, y quiero como... un feliz, un buen viaje en el futuro, ¿sí? ¿Qué es? Ya te explico. Ajá. Ok. Ok. Fuerza. Uh-huh. Ok. Protección de no accidente, de no enfermedad. Uh-huh. No tener a gente mala cerca, sino lejos. Jetzt ist er gerade, als er alles erklärt hat, die Kamera leider ausgegangen. Aber ich habe gerade nochmal geguckt und ich glaube, ich habe jetzt mehr oder weniger verstanden, was ich bekommen habe. Also hier ist das Hauptpaket mit diesem, ich glaube, das ist ein Stück von einer Koralle oder so oder eine Muschel. Dann irgendwie dieses Stück, irgendwie so ein Stein, möglicherweise versteinertes Holz, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ein Knochen von einem Kojoten und Bambus mit so, mit so Räucherstäbchen quasi irgendwie drin, also Weihrauch oder sowas. Und für Olga und auch für mich eigentlich Tee, Kräuter wegen Erkältung. Und genau, noch ein Talisman, ein Schutz für die Straße, den Schutz auf der Straße und genau, also das gesamte Paket wirklich für Kraft und Beschützung und Glück auf der Straße und frohe, sichere Weiterreise. Ich würde sagen, ein sehr gutes Paket, erfolgreich. Auch nochmal 550 Pesos. Sein Preis. Hat alles seinen Preis. Sehr, sehr gut. Jetzt setzen wir uns einen Tee auf und hoffen, dass wir gesund bekommen. Meine Nase und mein Hals fängt auch ein bisschen an. Okay, ich koche jetzt einmal einen Tee. Und zwar haben wir hier erstens
kleinblütige Königskerze. Sehr gut gegen Erkältung, etc. Und dann haben wir Damiana, auch gegen Erkältung, auch als Aphrodisiakum eingesetzt. Und der Brucho meinte auf jeden Fall, die Kombination aus den beiden Kräutern, perfekt für alle möglichen Viruserkrankungen, Erkältung, Husten, vor allem auch Corona. Also rein damit. Und um sicher zu gehen, noch ein bisschen Kamille, die habe ich gestern einfach so auf dem Markt gekauft. Eine kurze Unterbrechung und ein Dankeschön an NordVPN, den Sponsor dieses Videos. Ein VPN oder auch ein virtuelles privates Netzwerk ist eine Software, die es dir auf deinem Computer und Smartphone ermöglicht, sicher und anonym zu surfen. Dazu wird durch die Software ein virtueller Standort eingestellt, der nicht mehr auf dich und deine Geräte zurückführbar ist. Auf unserer Weltreise benutzen wir NordVPN beim Surfen in offenen WLANs, in Cafés oder am Flughafen, beim Online-Banking, um absolute Sicherheit bei der Verwendung von wichtigen Daten zu haben und um Flüge zu buchen. Denn alle Airlines haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Preise und so kann man zum Beispiel im Heimatland der Fluggesellschaft oft einen besseren Preis finden. In manchen Ländern sind wir allerdings tagtäglich auf ein VPN angewiesen, da manchmal Seiten wie Facebook, YouTube oder Wikipedia blockiert werden. Mit einem VPN kann man diese Blockaden allerdings einfach umgehen und weiterhin Videos auf YouTube hochladen oder Bilder auf Facebook posten. Oder wenn unser treuer Begleiter scharf erkältet ist und viel Zeit im Bett verbringt, schaut er sich gerne seine Lieblingsserien an. Es kann aber sein, dass diese in seinem aktuellen Standort gesperrt sind. Mit einem VPN kann er aber auch diese Sperre umgehen und sich so zum Beispiel Filme und Serien von Netflix aus Deutschland anzugucken. NordVPN bietet dir dabei die höchsten Sicherheitsstandards und ist Marktführer auf dem Segment. Und jetzt zu den anstehenden Feiertagen gibt es noch ein Sonderangebot. Unter www.nordvpn.com/rausgefahren gibt es jetzt einen großen Discount von bis zu 73% auf das 2-Jahres-Abo und zusätzlich gibt es sogar noch einen Monat extra und das Ganze jetzt zum Sonderpreis von 2,80 Euro pro Monat. Jetzt zurück zum Video. Viel Spaß! Juhu, wir sind wieder endlich unterwegs und zwar seitdem Michel bei den Zauberern waren und die ganzen Kräuter für uns geheult hat. Irgendwann haben sie Wirkung gezeigt und ich bin schon seit gut paar Tagen gesund. Allerdings hat es nachher auch Michel erwischt. Kira wurde auch krank, deswegen hat er sich schon sehr insgesamt ziemlich lang gezogen, mehr als 2 Wochen. Aber jetzt sind wir fast hundertprozentig fit und sind wieder unterwegs. Heute haben wir auch schon eine größere Etappe, 60 Kilometer. Die Stadt Isla wollen wir erreichen. Und zwar, die Stadt ist auch bekannt dafür, dass ganz viele und die besten Ananas in Mexiko da angebaut werden. Jetzt sind wir auch schon, fahren die ganze Zeit an so Ananasfeldern und davor haben wir jetzt auch eine Pause gemacht, hat ein Mann angehalten und uns 2 super gute Ananas geschenkt. Richtig, richtig gut. Das verleiht natürlich noch mehr Kräfte und Vitamine. Ich habe nach wie vor noch so ein bisschen Schnupfen, aber das ist eigentlich auch das Einzige. Und das geht, ist nicht mehr so schlimm. Aber davor, die Zeit, so jetzt die letzte Woche, boah, das war echt schon ziemlich heftig. Keine Ahnung, weil ich das letzte Mal so dermaßen krank war, muss ich echt sagen, war vielleicht noch nie so richtig der Fall. Hat es uns echt richtig, richtig gut erwischt. Und
keine Ahnung, ob die ganzen Zauberer und Hexenmeister da jetzt irgendwie mir dabei geholfen haben oder ob die das sogar noch schlimmer gemacht haben. Keine Ahnung, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung alles. So die ganze Zauberergeschichte, aber auch netzelange krank zu sein, hat mir auf jeden Fall gezeigt oder hat mir sehr, sehr viel Wertschätzung gebracht dafür, dass ich normalerweise halt wirklich top fit und top gesund bin, keinerlei irgendwelche chronischen Krankheiten oder sowas hab, irgendein Zeug, was dich tagtäglich irgendwie daran hindert, Vollgas zu geben, tagtäglich irgendwie dir Schmerzen zufügt oder sowas. Es gibt ja tausende von irgendwelchen Krankheiten, mit denen Leuten sich irgendwie rumschlagen müssen, und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass das bei uns nicht so ist. Das hat mir das auf jeden Fall gezeigt, weil es war echt einfach nur nervig. Wir waren so krank mit Fieber, Schnupfen, Husten, allem drum und dran. Und dann Kira natürlich auch, das kam dann auch noch dazu. Dann natürlich auch noch Sorgen gemacht, dann kam die Elternrolle halt dazu und es war einfach alles einfach nur Scheiße. Echt einfach nur Scheiße. Aber gut, zwischendurch irgendwie auch noch Corona-Tests gemacht. Das war natürlich dann auch immer noch die Frage, ob wir jetzt irgendwie doch Corona haben oder so. Olga hatte direkt am Anfang einen gemacht und ich habe jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Tagen oder so, glaube ich, nochmal einen Test gemacht. Dass wir da auf jeden Fall sicher gehen können. Das werden wir jetzt halt weiterfahren, dass wir da auch niemanden irgendwie anstecken oder sowas. Ah, jetzt langsam wieder gut. Ich denke mal, morgen, übermorgen, dann sind wir wieder zu 100% fit. So ein bisschen hört man es vielleicht noch, dass ich so ein bisschen irgendwie durch die Nase rede. Aber ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr viel besser. Super. Und es tut gut, wieder auf dem Fahrrad zu sitzen. Die Straße heute ist auch richtig gut. Sehr wenig Verkehr, sehr entspannt. Super, jetzt noch 20 Kilometer, glaube ich, dann kommen wir in Isla an. Weiter geht's. Gerade vom Hotel-Staff noch 2 Ananas geschenkt bekommen. Also Isla ist wirklich die Ananas-Hauptstadt Mexikos. Haben wir jetzt gerade noch mal von den Jungs erfahren. Und hier sind echt so viele Ananasfelder. Gestern Abend schon gesehen. Gucken wir mal, ob wir da heute noch mehr von sehen. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir jetzt noch gleich einen Ananassaft bekommen zum Frühstück, und dann geht's mit frischer Ananas-Energie weiter in den Tag hinein. Heute nicht so eine ganz große Etappe, 45 Kilometer, aber wir kommen heute in Oaxaca an, im nächsten Bundesstaat. Mega cool, Oaxaca, da hat es uns echt, als wir vor 2 Jahren durch Mexiko gefahren sind, so gut gefallen. Irgendwie fühlt sich das richtig spannend an, da jetzt wieder zurückzukommen. Ein bisschen aufgeregt irgendwie, ist man schon. Olga meinte auch so, wow, was, wir kommen nach Oaxaca an heute. Und ich meine, ja, wir kommen nach Oaxaca an heute. Uff, gucken wir mal, können wir hier vielleicht fahren? Ja. Mucho gracias, amigos. Das irgendwo reintun? Was ist das? Ja. Muchas gracias. Hasta luego. Geil. Was ist denn da
das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Rahmen, ein Fotorahmen, ein Fotorahmen. Sehr, sehr geil. Die Jungs vom Hotel. Ah, hier gibt's Saft. Hola, buen día. Veinte. Ja. Una, por favor. Sehr geil, die Jungs vom Hotel haben uns nochmal hier eingeholt und uns noch ein Ananas-Fotorahmen geschenkt. Sehr geil. Und Ananassaft auch am Start. 20 Pesos die Buddel. 80 Cent ungefähr. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig lecker das Zeug. Trinken wir schon echt ganz schön lange. Eigentlich seit wir krank sind, die ganze Zeit, gibt es die ganze Zeit schon Ananassaft. Hat nicht so wirklich Wirkung gezeigt, hat sich halt. Aber es schmeckt gut. Alright. Let's go! Wird jeder freier Quadratmeter genutzt, um Ananas anzubauen hier direkt neben der Straße. So, und jetzt gibt's auch unseren Saft. Das Ding ist, ich schmeckt immer noch nicht so viel. Ich kann den Geschmack nur erahnen. So ganz leicht, säuerlich. Ich kann gleich einen Test machen und sagen, wie gut das schmeckt. Mm. Mmh. Boah, das ist richtig gut. Mhm. Und richtig gut Ananas. Ich habe gestern die zwei Ananas, die uns der Mann geschenkt hat, boah, die waren so süß. Ich habe noch nie in meinem Leben so süße Ananas gegessen. Die besten Ananassen Mexikos. Vielleicht sogar der Welt. Richtig, richtig krass, echt. Solche riesigen Felder hier. Und solche kleinen Ananasse. Ananassen? 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 Ananasse. Das Spannende bei der Ananas ist, dass sie 3 bis 5 Jahre braucht, um einen Fruchtkörper zu bilden. Jede Ananas, die man isst, ist ja irgendwie 3 bis 5 Jahre lang gewachsen, bis sie geerntet ist. Und ich glaube, es sind quasi Früchte, die nur einen Zyklus haben. Also man pflanzt sie, wartet 3 bis 5 Jahre, dann erntet man eine Ananas und dann ist die Pflanze tot. Oder kommt zumindest keine Ananas mehr raus. Ganz nice. Mit einem Stadtzentrum, eigenem Balkon. Und jetzt gehen wir gleich einkaufen fürs Abendessen. Schön ein bisschen Tacos wahrscheinlich wieder, gucken, ob wir Tortillas finden und ganzes Zeug, was wir drauflegen wollen. Ja, dann können wir hier schön auf dem Balkon zu Abend essen. Boah, du bist so rot. Oh, ich bin so rot. Ich glaube, ich aber auch. Gut, noch irgendwas? Die Vögel erobern die Stadt.
Guten Morgen. Erstmal frühstücken. Schön 1 Liter Ananassaft. Olga hat auch 1 Liter für jeden. 1 Liter, richtig gut. Meins schon ausgetrunken. Passt zumindest. Nichts Besseres, um den Tag zu starten. Langsam aber sicher kommen wir jetzt in den Bergen an. Heute ist so eine Testetappe, kann man sagen. Haben wir jetzt irgendwie, ich glaube, knapp 400 Höhenmeter gemacht, 50 Kilometer. Für heute noch 10 Kilometer mehr und nochmal, weiß ich nicht, 100 Höhenmeter oder sowas. Da ist unser Hotel und dann geht's morgen richtig in die Berge. Ulala. Da geht's richtig los dann mit, erstmal, ich glaube, 2000 Höhenmeter. Ziemlich straight hoch. Das werden wir wahrscheinlich dann irgendwie in 3 Tage oder so aufteilen. 60 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Hui! Das wird ein Spaß. Da vorne sieht man auf jeden Fall schon ein bisschen die Berge. Auf dieser Kamera nicht so gut. Bin sehr gespannt, wie das wird mit dem Anhänger und allem. Aber auf jeden Fall auch zuversichtlich und auf jeden Fall auch freue ich mich sehr auf die Berge. Wird bestimmt richtig schön. Und da geht's dann nächste Woche weiter. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Kommentar schreiben. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Die Kommentare zu den ganzen Hexengeschichten bitte schreiben. Ha, ha, ha.